Lektion 101. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Ihr seid in der Tat gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und das Lächeln, das ihr auf ihrem Gesicht seht, ist wegen des Gesichtes auf der Couch. Also da liegt ihr Hund, als kleine Anmerkung. Und den liebt sie so innig. Und das fügt einen netten kleinen Touch zu diesen wundervollen Lektionen, die wir mit euch teilen. Sünde ist nicht real. Wenn Sünde real wäre, wärt ihr mächtiger als Gott. Und ihr wärt in der Lage, etwas zu tun, wovon euch Gott nicht aufhalten könnte. Glaubst du, dass du so machtvoll bist? Du bist in der Tat ein machtvoller Schöpfer, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber du bist nicht so machtvoll wie der Vater. Du bist tatsächlich nach seinem Ebenbild erschaffen und indem er dich danach erschaffen hat, hat er dir die Fähigkeit gegeben, das zu tun, was du willst. Schöpfung zu haben, also etwas zu erschaffen oder auch viel zu erschaffen, was immer dir gefällt. Aber du kannst nicht die Quelle von allem, was ist, überwältigen. Also wenn etwas durch dich oder von dir getan wurde, oder du beobachtest etwas, musst du dich erinnern, dass dir absolute Freiheit gegeben wurde. Und du wirst nicht dafür bestraft, der Führung dessen zu folgen, was du glaubst, was wahr ist. Und jeder denkt, dass alles, was er tut, richtig ist und dass das, was er tut, ihm das bringt, was er will. Und es bringt ihn näher zu seinen Zielen, was auch immer seine Ziele sein mögen. Aber viele von euch, ihr Geliebten, haben euren Geist so sehr mit Unwahrheit kontaminiert, dass ihr nicht in der Lage seid zu unterscheiden, wenn ihr vom Weg abgekommen seid. Du kannst es einfach nicht auseinanderhalten. Du wurdest so tief indoktriniert durch Angst und mentale und psychische Manipulation, von der du noch nicht mal weißt. Und so ist es auf diesem Weg, auf dem ihr hier heute mit uns seid, indem ihr diese Lektion macht, euer Bewusstsein anhebt, euren Geist verändert, liebevolle Gedanken und Ideen praktiziert. Es ist durch diesen Prozess. Dadurch wird der Schmutz und der Staub und der Schlamm auf der Oberfläche eures Geistes entfernt. Und du wirst beginnen, wirkliche Führung zu erhalten. Du beginnst, dieses Gefühl zu haben, das ist etwas, was ich tun sollte. Ich weiß nicht, warum ich dieses Gefühl habe, aber das ist für mich eine wichtige Sache zu tun. Und das ist, wie die Führung beginnt. Du hast dieses subtile, kleine Verlangen, irgendetwas reizt dich oder sowas Ähnliches, das dich auf etwas hinweist. Das wird am Anfang nicht stark genug sein, diese ganzen Kontaminationen in deinem Geist zu überschreiben. Aber du wirst sehen, wenn die Zeit weiter voranschreitet, dass diese Botschaft stärker und stärker wird. Sie ist da, dauerhaft, es drängt dich nicht, es schreit nicht und es diskutiert nicht, aber es ist da. Und am Ende wird es stark genug werden für dich, um darauf zu hören. Und es wird sagen, du wirst sagen, das ist etwas, was ich tun werde. Du musst es dann irgendwie in deinen Zeitplan einfügen. Du musst vielleicht ein paar Dinge neu arrangieren, um dich mit dieser Idee zu beschäftigen. Aber du kannst dich einfach mit Ideen beschäftigen. Das ist eines der wundervollen Eigenschaften deines Bewusstseins. Du kannst einfach über diese Sache nachdenken. Du kannst dir vorstellen, dass du diese Sache tust. Du kannst dich dir selbst vorstellen, dass du dich gut fühlst, wenn du diese Sache tust, von der du jetzt inspiriert bist, sie zu tun. Es könnte zum Beispiel sein, ein Buch zu schreiben oder zu reisen. Es könnte sein, einen wundervollen Blumengarten zu pflanzen. Es könnte jede Sache sein. Also du kannst das Gefühl dafür bekommen, indem du es dir einfach vorstellst, indem du ihm etwas Raum in deinem Bewusstsein gibst. Das ist einer der Gründe, warum wir euch sagen, dass ihr nicht die ganze Zeit an eurem Telefon hängen sollt.
So dass du vielleicht auf einer Parkbank sitzt und du schaust auf die Enten in einem Teich, ohne das Telefon in deiner Hand und ohne die Nachrichten, die die ganze Zeit klingeln und dich davon abhält, was direkt vor deinen Augen ist. Und das ist tatsächlich der heilige Augenblick, in dem du erschaffen kannst, was du willst und was du erfahren willst. Das ist einer der Sabotageeffekte dieser Technologien, die ihr die ganze Zeit mit euch herumtragt. Ihr habt niemals Freiheit, um einfach zu sein, euren Geist zu beruhigen oder still zu machen und den Horizont anzuschauen. Erlaube diesen inspirierten Ideen in deinem Geist aufzutauchen. Also wenn du das nächste Mal spazieren gehst, dann mach dein Handy aus und lass es zu Hause. Es wird noch immer noch da sein, wenn du zurückkommst. Aber beobachte, wie viel mehr Frieden du hast. Und beobachte, dass du viel mehr Freiheit hast, wenn du nicht die ganze Zeit daran gekoppelt bist, an eure Nachrichtensysteme, wie sie jetzt in eurer Gesellschaft existieren. Wir wissen, dass das für einige von euch wirklich schwierig ist, wegen eurem Geschäft oder euren Beziehungen, die auf dieser konstanten Interaktion basieren zu scheinen oder davon abhängig sein zu scheinen. Aber wir wollen euch sagen, dass eine Stunde im Wald ohne euer Telefon nichts machen wird, außer eure Verbindung zum Göttlichen zu verbessern. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.